Nein, das ist noch ein Fahrer. Ich habe vorher schon gesagt, dass man ausstecken muss, aber er hat gesagt, man darf ihn nicht. Er hat gesagt, also, komm, wir sind live, oder wie? Sind wir live? Ja, wir sind live, oder? Ja. Blende mal die Ornella ein. Das ist viel besser zum Sehen wie die alten Lederkompis, oder? So, Ornella, jetzt erzähl mal was. Warum, genau. Warum warst du nicht zum Sehen? Schreib doch mal kurz, ob ihr uns hört, weil wir hatten gerade kurze technische Probleme. Da wären wir dankbar um eure Kommentare. Ja, ich bin da, schon lange. Super, parat. Super. Kurt haben wir am Start, Rolf. Ja, sehr gut. Unglaublich. Wir waren voll ausgefallen. Jetzt muss ich noch der Kamera kurz nachrichten. Super, wir erhalten sehr viele Kommentare. Ton läuft, vielen Dank. Ton ist gut. Danke euch allen. Ja. Perfekt. Also, blend sie noch mal ein, da können wir gleich noch mal den Kommentar einblenden und zeigen, wie das geht. Super! Du bleibst jetzt einfach da mit der Maus, dass sie da ist. Und jetzt tust du mal einblenden, das ist A2 Broadcast und dann kannst du remove. Der Dustin Mel Malek hat geschrieben, ja. Ja, Dustin, danke, hey, danke vielmals. Ich werde jetzt das noch ein bisschen nachrutschen, damit wir. Ja. Einfach so. Schauen wir mal. Und Egerson, ich weiß, wer du bist. Ja, wir haben total Ausfall gehabt, ich weiß. Jeb funktioniert, hat der nächste geschrieben, Horst, wie geht's dir? Ja, sag doch, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut, schau. Schön. Hey, ja, sorry noch einmal für den Ausfall. Und da kannst du mit der Maus drauffahren, ja. Und das ein bisschen verschieben, wenn willst. Aber wenn ein längerer Kommentar kommt, blendet er natürlich höher ein. Gut. Optimal. Und ansonsten, es tut selber ausblenden nach 40 Sekunden und sonst ist der Ad oder weg. Wenn du das nächste einblendest, kommt er automatisch. Ja, Wahnsinn. Hey, die Aufregung. 79. Die Aufregung. Rolf, brauchst du was zum Trinken? Jetzt ist die Chance, jetzt laufe ich, weil ich weiß, wo das Bier steht. Da jetzt ich habe Angst, dass einer drüber läuft, mit dem Fuß hängen bleibt und uns ein 32 Kaml aus dem Zupf. Weißt du was? Ich würde sagen, wir schauen gleich mal rein, nämlich an Elio seine Fotos, was er uns geschickt hat. Und da wäre schön, wenn ihr zwei dann gerade ein bisschen was dazu erzählt. Das wäre cool. Also, blend mal um. PDF. Oh mein Gott, das ist aber Porno. Jetzt. Also da haben wir, das muss 75 gewesen sein, das erste Mal in der Weltmeisterschaft mit diesem Team, also Red Devil Team, das ist einfach von Peter Schenk, der Name, kam der Schweizer Rot-Weiß. Ja. Hat gepasst, aber Red Devil Team, das war damals am 6-Tage-Rennen, hat es eine Mannschaft gegeben, die hatte auch Red Devil Team geheißen. Und daher war der Name für den Peter Schenk, der war ja auch in der Velobranche ziemlich aktiv zu seiner Zeit. Da kam der Name her. Lustiger war, als wir dann mit diesem Zeug da nach England fuhren, jetzt haben die uns angehört, Red Devil Team. Haben die gedacht, wir sind von den Red Arrows. Aha, die, ja. Die Kunstweg, die heißen ja auch so. Das war dann die Überraschung für uns, aber der große Kleber auf dem Auto, und die alle wollten Autogramme vom Red Devil Team. Noch nicht von uns. Wie ich das Foto gesehen habe, weiß dann, was ich denken habe müssen, ich traue mir es gar nicht sagen. Grafenböck-Barzer, ich habe an Barzer denken müssen und der hat einmal in so einem Aufklärungsfilm mitgespielt. Ja. Da habe ich gedacht, wer weiß, wie du jetzt die ersten Rennen finanziert hast, aber das war nicht so, gell? Ihr wart jetzt nicht Dolly Buster und in der Filmindustrie, oder? Das Hemd ist noch schwitziger, ne? Ja. Also. Schalte mal weiter. Da, Berg-Europameisterschaft, Thomas Müller. Aha. Ja, das ist aber genau. Ja, ich habe natürlich mit Thomas Müller angefangen, Seitenwagen zu fahren, weil das Geld nicht gereicht hat zum Solofahren. Aber so schnell wäre ich nie gewesen. Aber das war
Wir waren 77 und 78 Bergeuropameister im Seitenwagen mit Thomas Müller zusammen. Ja. Und auch schon Sponsoren gehabt. Ja. Ja, ist ein Wahnsinnsfoto. Du bist ja, das haben wir dem ja, MotoGP-Typen bringen das erst jetzt zusammen, dass Schulter und Ellbogen unten haben. Ihr habt ja das schon da, ja, eben, 1909 oder vor 1979 gemacht. Ne? Also die müssen sich jetzt nichts gemacht, dran einbilden. Ja, alles nichts. Komm, schalte mal weiter. Das sieht wirklich bei uns Hemberg, ja, wir haben dann auch zwischendurch Veranstaltungen gefahren, so Promotionsanlässe eines Bergrennens, zusammen mit anderen Schweizer internationalen Taxi-Meter-Grand Wohnhalter. Auch Sieger war Motocross-Weltmeister gewesen. Damals wurde man eingeladen, auch eine Spesenentschädigung hat das in Leistung gegeben. So. Da sieht man auch zum ersten Mal in der Saison, wo das Bild her ist. Ich müsste nach Rundenmeter, damit ich das finden. Vorher war sein Zucker. 83 wahrscheinlich. Dass Sie zum ersten Mal mit den Kevlar-Kombis sind wir da in Aktion. Ja. Hat also X den Schritt gemacht und auch jetzt diese Kevlar-Kombis machen lassen für uns. Sehr leicht, auch leicht dehnbar. Okay. Würde ich sagen, dieselbe Veranstaltung im Hintergrund. Der Louis Christen, ne? Ja. Das ist der Konstrukteur dieser NCR-Gespanne, Louis Christen von Rheinecker. Er hat natürlich auch Hemberg, hä? Hemberg, ja. Das ist ein gutes Foto. Das Bild, das steht in der Kartbahn im Racing. Und ja, und da habe ich sehr Freude an dem Bild, noch mit Luigi Taveri zusammen. Der Rolf und ich, wenn man das Bild noch größer hätte, wäre Scheidecker noch. Das ist der Airbrush von Herbie Bayer. Hat eigentlich alle die Airbrush-Bilder gemacht da im Racing. Und jetzt macht er immer noch verrückte Sachen. Man denkt, das seien Fotos, aber das. Wir unten sind schon Fotos, aber hinten ist Airbrush. Das war dann für die Firma Schöller, auch das hätte, hatten wir als Sponsor dabei, ein Schleiftest, weil man musste das beweisen an der FIM, dass wir den Scheuertest bestehen. Und wir haben den live gemacht, auch damals für das Schweizer Fernsehen, in Karland. Hat sich der Kurt mal rausgleiten lassen und habe ihn mitgeschleift. Er hat sich gedreht und alles. Und außer einer. Entschuldigung. Ja. Mach nochmal. Ja, ich hatte riesen Jetzt hört man die gleich hören. Jetzt hört man die. Sorry. Ich hatte natürlich Respekt, weil ich gedacht habe, ja, dass die Kevlar. Fäden da, die habe ich nachher eingebrannt im Arsch. Und darum habe ich mich gedreht dann und dann hat es nur noch Ratsch-Ratsch gemacht. Aber es war eindrücklich da, bei 100 Meter Schleiftest. Welche Geschwindigkeit habt ihr ungefähr aufgenommen? Wie? Etwas über 100 ist er ausgestiegen und nachher hat man es ausrollen lassen. Aber es sind sicher 200 Meter gewesen. Ja, die Geschwindigkeit war auch, aber es war sicher eindrücklich, weil die Kevlar-Kombis, die wir dann am Schluss getragen haben, hatten, die sind natürlich einiges besser als Lederkombis. Natürlich jetzt die Rennfahrer heute, die Känguru-Leder haben, ist auch wieder sehr gut. Aber für uns war das Kevlar-Kombi natürlich sensationell. Weil wir
uns richtig bewegen konnten drin und nicht so hart. Und das Gewicht natürlich. Rolf hat immer aufs Gewicht geschaut. Und darum war es natürlich die Sicherheit nicht so wichtig, aber das Gewicht war wichtig. Ja, ihr merkt es mir auch, immer kleine Justierungen. Ich glaube, jetzt haben wir endlich wieder Ton. Es war durch den Stromausfall, haben wir zwei Probleme gehabt, nämlich dass die Mikrofone sie ausgeschalten haben, aber jetzt haben wir sie wieder. Und das Bild haben wir auch noch mal kurz nachkorrigiert. Ich glaube, meiner hat sie auch kurz, tut sie auch kurz nachdrehen, aber da ist ein anderes kleines Problem, muss ich noch ein bisschen nachrichten. Aber am einfachsten geht es, wenn ich nachrutsche. Aber die Kamera dreht sich immer weiter, nämlich ist das Gewicht vom Kabel, dreht die Kamera ganz langsam. Warte mal, ich mache sie schnell fest, einen Moment. Blockieren, muss ich ein bisschen Loctite haben. Ja. Weißt, das Problem ist, es gibt drei Einstellschrauben und wenn eine locker ist, dreht sie es und ich habe nur zwei gefunden, die sind fest. Okay. Ja, nur eine kurze Frage, bei mir ist das gerade ins Auge gestochen. Wenn du jetzt da, sozusagen, Formel 1 Weltmeister geworden wärst, hätte es dann zählt, weißt du, so wie beim einzigen Menschen auf der Welt, der GB und Formel-Weltmeister geworden ist, oder? Nein, das hatte der John Surtees schon bewiesen. Das hat damals John Surtees gemacht. Und ich glaube, auch Mike Hellwood hat damals auch einen Grand Prix gewonnen, aber John Surtees war auf beiden Weltmeister, also Formel 1 und Motorrad. Ja. Damals, ja. Und das war Formel 2 Europameisterschaft, also quasi der Vorhof damals der Formel 1. Und ich habe natürlich immer auf einem Auge auch auf unseren Gespann. Deshalb wurden dann früher auch Autoräder verwendet. Das kam daher, diese Aufhängungen, diese Querlenker, die kamen dann aus dem Automobilrennsport. Und ich habe immer auf die Autos etwas geschielt, auch mit den Spoilersachen und so weiter. Und habe damals dann auch versucht, Fuß zu fassen in der Formel 2. Das ist 6 Rennen, habe ich finanzieren können, also mit Sponsoren und so weiter, die haben da mitgemacht. Aber am Schluss haben alle gesagt, du Rolf, wir möchten, dass du bei dem Seitenwagen bleibst, dafür gibt es Kohle fürs Auto. Nein. Und so ist dieser Traum halt dann wieder ad acta gelegt worden. Ja, was hat dir persönlich, was hat dir besser gefallen? War das der gleiche Kick mit dem Auto, nein, als wie mit dem Seitenwagen? Das ist halt ganz etwas anderes. Das fängt schon an beim Wohnen. Also die haben damals schon im Hotel gewohnt. Ich war mir das nicht gewohnt. Wir waren Fahrlager, wenn es hochkam, Wohnwagen, früher noch Zelt und so weiter. Dieses Ambiente im Auto, das hat es gar nicht richtig gegeben, also zu meiner Zeit, ganz früher sicher schon, ja. Aber das war so etwas, wo ich sage, ah, okay, und da hat es viele Mechaniker gehabt, das Auto wurde dir quasi am Hintern gebunden, also du bist angeschnallt da drin und musstest eigentlich nur noch kommentieren, ja, was macht das Auto, wie lenkt es ein, übersteuern, untersteuern, und so weiter, aber das, was ich im Gespannsport erleben konnte, konnte ich da gar nicht machen, weil eigene Ideen einbringen, das ist nur im Seitenwagensport möglich gewesen und daher ganz sicher würde ich wieder Seitenwagen fahren. Auch wenn mehr Geld vielleicht ein Auto, ja, wenn es läuft, zum Verdienen wäre. Ne? Das ist das Geld verdienen, das hast du erst später mal im Kopf, ja. Aber während du aktiv bist, das muss einfach funktionieren, das Motorrad muss laufen, klar müssen die Rechnungen bezahlt werden, wenn es geht, und sonst verschiebt man das aufs nächste Jahr in unserem Fall und hat dann hoffentlich wieder mit Prämien etwas, ein paar Rechnungen zahlen können. Die haben es immer gemerkt, so wie in Macau, wenn Auto und TÜV zusammengefahren sind, die Rennen, dass die Autojungs, die sind natürlich alle im besseren Hotel, am besseren Essen gesessen und so weiter. Die haben Betreuer mitgehabt ohne Ende, da hat anscheinend Geld keine Rolle gespielt. Und dann, du als Motorradrennfahrer bist ja irgendwie so untere Klasse gewesen. Ne? Und ja. Das hat man gespürt, ganz sicher, ja. Kam mir auch so vor, ja. Aber ich möchte dieses Jahr nicht missen, das war ein sehr schöner, ein sehr schöner Abschnitt in meiner Karriere auch, ja. Mit dem Team von Markus Hotz aus Sulgen, Horak Racing Team war das damals,
Und auch die Crew, die dabei war, das waren alles auch bodenständige Leute dabei. Ja? So, jetzt okay. Jetzt glaube ich, habe ich keinen Ton mehr, oder was? Zu laut. Ich bin zu laut, sagen sie. Ja, habe ich vorher leiser gedreht gehabt, gell? Die drehe gerade wieder ab. Also, schalte mal weiter. Haben wir noch eins? Ja. X, das ist kürzlich gewesen, dieses Foto entstanden mit dem Peter Rohstädtler zusammen. Da könnte ich natürlich ein eigenes Buch schreiben über die Firma Rohstädtler, weil ich habe schon den Vater von Peter gekannt, auch den Rudi Rohstädtler, Monika Rohstädtler. Hallo Monika, ich weiß, dass sie heute auch dabei ist und zuschaut auf einem Gerät drüben in der Firma. Und wir haben damals auch wahnsinnig viele schöne Zeiten erlebt, eben damals, wo Fahrlager noch Fahrlager war. Super, vielen Dank. Ja, da sieht man ja schon an dem Foto. Geh nochmal ganz kurz zurück, ein Zack. Foto. Ja. Das habe ich extra gewählt, weil da ist jetzt ein moderner Renndöf drauf. Genau. Und die in Wirklichkeit ein schönes Einzel-X-Design. Und das ist ja nicht so, dass du jetzt im, sagen wir so, nach der Dreirad-Karriere aufgehört hast, sondern du bist jetzt mit sowas unterwegs, oder? Ja. Voller Einsatz. Ich hätte sogar noch ein Bild dabei, was ich heute mache. Also hobbymäßig, ohne Stoppuhr, das möchte ich vorausschicken. Ich fahre sicher keine Rennen mehr. Mit meinem Jahrgang passt das auch nicht mehr. Aber doch, ich habe das Solofahren einigermaßen gelernt, dass ich vernünftig ums Eck rumkomme. Ich habe auch schon Unfall gehabt und so weiter mit dem Solomotorrad. Schwerer wie mit dem Seitenwagen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und ich rede jetzt schon mehr darum, dass man mal sieht, wie laut dass man da sind an dem Mikrofon, weil es ist reinkommen, dass wir haben da laut gedreht, aber in Wirklichkeit ist ja der Strom ausgefallen gewesen. Und da habe ich gedacht, man muss lauter drehen. Das Bild zeigen, sonst ja, so fahre ich heute rum, aber das müsstest du machen, ich wollte. Blende es einmal ein. Voilà. Jetzt machen wir. Schalten wir um auf die Vollkamera. Sieht man das? Also das mache ich, ja, okay. Das mache ich heute mit 70 und das Foto ist entstanden eine Runde vor meinem Sturz. Ein richtig schönes Modul, R1, ist eine ganz nur falsche Verkleidung drauf. Ja, also. Nein, aber das ist, hey, Hochachtung. Das ist einfach der Hammer. Habe ich in meinem Alter noch. Halt. Das ist einfach der Hammer, dass du jetzt noch so unterwegs bist und... Also ich möchte mit dir zusammen dann irgendwann, wenn es sich so gibt, an einem Event mit Rohstädtler mal zusammen fahren das und eben das etwas lernen dabei. Das mache ich. Aber ich dir was lernen kann oder du mir, das weiß ich nicht. Aber ganz eins sicher. Ist klar, ich glaube, ich brenne noch mehr drauf, wieder mal auf die Rennstrecken zu gehen. Ich bin ja seit meinem Unfall, bin ich ja mehr im Krankenhaus gegangen und ein bisschen daheim gesessen. Ja. Und jetzt geht es mir wieder super gut und ich freue mich wahnsinnig, dass man mit der ersten Yamaha Riding Akademie oder wo, da könnten wir dann zusammen rausfahren. Das wäre der Wahnsinn. Kurz, wie ist es bei dir mit Zweiradsport? Kein Interesse, steigst nicht ein. Ja, ich muss noch arbeiten, ich kann da nicht Hobby machen. Nein, ich fahre ja auf der Straße. Aber auch nicht zu mir so viel, weil ich mache ja meine Firmen-Events und Quad-Events. Und da bin ich mit Quad sehr viel unterwegs. Und dann ist, ja, da hat man die Zeit auch nicht. Und auf der Straße fahren, Rolf macht das schon richtig, wenn schon auf die Rennstrecke gehen, das ist das Richtige. Ja, sicher ist sicher. Ja, das ist sicher, kommt kein Auto entgegen. Außer also es heißt Mountainkurs, dann ist vielleicht nicht so sicher die Rennstrecke oder Macau, aber sonst ist es schon. Ich habe sehr viel Spaß, mit den Quads unterwegs zu sein und ja, wir haben natürlich schönes Gebiet da bei uns, Händlebuch und überall schöne Touren und das ist momentan mein Leben und auf die Rennstrecke. Ich habe Rolf vorletztes Jahr gesehen, nach seinem Sturz. Da habe ich gedacht, das muss ich nicht mehr erleben. Ja, nicht mehr, okay. Ja, und damit wir es ja nicht vergessen, wenden wir mal kurz um. Wir haben unterschriebene X-Karten,
Es gibt ein kleines Gewinnspiel, das ihr gewinnen könnt. Schaut einfach auf Facebook, auf X-Motorcycle Fashion. Und da steht ihr der Text. Ich habe mir ganz. Die Michel hat mir gesagt, um was es geht, aber ich habe es in der Aufregung schon wieder vergessen. Also bitte lest das einfach nach. X-Motorcycle Fashion auf Facebook. Und ihr müsst ja nicht einmal wissen, ihr müsst nicht einmal bei Facebook dabei sein und könnt trotzdem draufgehen, ist eine offizielle Seite. Also, wer so Karten will, mit zwei Unterschriften vom Kurt und vom Rolf, dann bitte dort kurz nachlesen und das machen. Ja, ich würde sagen, ich weiß ja nicht, wie es mit den Fragen ausschaut, Daniela. Wie schaut es bei dir aus? Machen wir schon mal eine Fragerunde, damit du in Schuss kommst? Jawohl, machen wir. Bei Frauen wird es so schnell kalt und darum müssen wir immer in Bewegung bleiben, dass wir die Wärme haben. Gut, ja. Vielen Dank für die ersten Kommentare von euch. Es kamen viele Kommentare rein bezüglich Ton. Rolf, Horst, du überschaust anscheinend mit deinem Mikro. Noch immer, ja. Wir sind euch aber dankbar. Ihr werdet gegrüßt aus Deutschland, aus Österreich. Alle haben Freude und schweben in den alten Zeiten. Liebe Grüße zurück von Monika Hostetler an dich. Danke. Genau, die Rosi ist ebenfalls dabei heute. Hier blende ich jetzt gerne mal einen Kommentar ein. Horst, diese Frage geht an dich. Bist du schon mal Sidecar gefahren oder mitgefahren? Das muss er noch. Nein, bin ich noch nicht. Du musst noch mehr einblenden, er ist gerade verschwunden. Ja. Ich glaube, es war, müssen wir zur Diskussion standen, aber wahrscheinlich waren wir hinter dem Sticker, aber bin nicht reingekommen. Also nein, ich muss immer auf die Seite. Wir haben mal drüber geredet, aber es ist nie zustande gekommen. Und ich sage nur eins, ich habe allerhöchsten Respekt, weil ich habe auf der Isle of Man schaue ich natürlich immer die Seitenbahn an. Auch wenn das jetzt, es hört sich blöd an, jetzt vielleicht klingt das für manche unspektakulär, für mich ist Seitenbahn das spektakulärste, was es gibt und das Winterste. Die sind am Boden und wir machen alles, damit wir 2 Zentimeter höher sind, damit wir ein bisschen mehr sehen. Und die Seitenwagentypen, die sind am Boden unten. Und die sehen ja gar nichts. Und das ist so. Ja. Ich habe da auch zwei Dean Harrison und wer war noch mit? Noch einer von den Isle of Man Sieger, die haben, wollten ein Seitenwagen-Team machen. Und der Dean Harrison, sein Vater, ist ja Vater seit, was weiß ich, 20, 30 Jahren Seitenwagen. Ja. Und auch recht gut und erfolgreich auf der Isle of Man. Aber das ist nicht ohne. Das geht nicht so einfach. Da braucht es viel Übung und gutes Können, damit man wirklich schnell fährt. Müsste man organisieren mal. Ja. Ich habe ein bisschen Respekt davor, aber ich bin nie mitgefahren. Nein. Die Rosi, die Fotos sind super. Zu der Zeit soll ich tolle Fotos zu machen. Respekt. Danke, Rosi. Und du musst denken, zu der Zeit war ich noch ganz klein und habe solche Fotos gemacht. Nein, von mir. Also, noch einmal danke an den Elio, dass er uns die Fotos zur Verfügung stellt. Und ich mische mir jetzt nicht mehr ein, weil wir haben ja jetzt die Ornella. Gut, die nächste Frage. Gibt es eine Möglichkeit zu einer Taxifahrt mit dem Seitenwagen? Was sagt ihr da dazu? Ja. Wir haben das nach unserer Karriere haben wir das sehr viel gemacht. In Linier mit Stramaschi zusammen. Er hat das organisiert und die Motorradfahrer sind viele gekommen oder viele Leute sind gekommen. Und das war sicher sehr lustig und gut. Und da hat es auch wieder Typen gegeben, die natürlich gesagt haben: Ja, gebt ein bisschen Gas. Und ja, der eine oder andere ist dann nicht mehr ins Ziel gekommen, aber da waren immer schöne Zeiten, wo wir das gemacht haben. Ich weiß nicht, es gibt schon noch Seitenwagen-Teams, die das organisieren, die das machen, aber da kann Rolf sicher mehr dazu sagen. Möglich ist vieles, das müsste man zusammen mit einem Trackday machen, weil Piste mieten, das ist das, was unwahrscheinlich teuer ist heutzutage. Und das müsste man schauen, ob man das irgendwo anhängen kann. Wie sieht das lärmtechnisch aus? Jetzt, wir haben ja viele Probleme mit den Rennstrecken, dass man schon fast mit Serienausbruch nicht mehr fahren darf. Und ist genau so, ja. Ist auch bei uns in Linie oben das Thema, diese 95 Dezibel. Aber vernünftiger Auspuff drauf und dann ist das machbar. Ja. Wir haben natürlich einen Seitenwagen gemacht mit einem normalen Yamaha.
Motor drin, Viertakt, Anlasser. Und den haben wir immer wieder eingesetzt für so Taxifahrten. Ja. Und wir hatten auch viele Prominenz im Seitenwagen. Formel 1-Fahrer Johnny Herbert war bei mir mal drin in Rockville in der Kartbahn. Und ja, für alle war das dann sehr immer eindrücklich, weil die Beschleunigung, du musst dich halten und vor allem in so einer engen Bahn wie da, die Kartbahn Rockville, das reißt natürlich auf alle Seiten und die waren dann froh nach zwei Runden, dass man wieder aufgehört hat. Ja, das kann sein. So, Nella, weiter geht's. Haben wir noch was? Ja, momentan sind nicht so viele Fragen noch übrig. Ihr werdet betitelt als Legenden. Upp. Genau. Super. Hier habe ich noch eine für dich, Horst. Für mich? Ja. Wenn sie dann kommt. Jetzt Horst mit der... Oh, Lama. Horst mit der... Riebpfütze im Bild. Die Riebpfütze. Was sagst du dazu? Ihr wart ja gesponsert. Feldschlösschen trinken wir jetzt, weil Feldschlösschen ist ja Schlussgold. Der Seitenwagen, der steht da, Schlussgold, das ist ja jetzt Feldschlösschen oder war es seinerzeit schon? Ja, ja, das ist das alkoholfreie Produkt von Feldschlösschen. Oh, da habe ich jetzt gewesen, das Falsche aufgemacht. Gewesen. Früher durften die nicht Bierwerbung machen oder. Die haben das Schlussgold. Hat früher Schlossgold geheißen. Erst später haben die gemerkt, dass ja besser ist, Feldschlösschen alkoholfrei. Das machen alle, wie auch bei uns da Eichhof. Alkoholfrei heißt jetzt einfach immer. Ducatista. Jo. Ja, super. Jetzt hab's noch ein paar Sachen mitgebracht und ich denke, komm, wir schauen es uns kurz an. Jetzt schauen wir, ob die Kamera noch geht. Läuft sie noch, die Actioncam? Ja, ihr seid noch da. Aber die sind nicht da. Siehst du, mit Stromausfall fällt alles aus. Jetzt pass auf. Jetzt komme ich wieder mal ins Bild. Und wo haben wir da? Nein, wir sind ja nicht mehr verbunden. Das ist der Wahnsinn. Komm, mach die normale Kamera. Und ich gebe jetzt die Sachen einfach rüber. Aber es ist echt gar nicht so lustig, wenn das... Ja, dann halten wir es da rein. Mit dem Stromausfall ist einfach nicht lustig, gell? Ah, ich weiß, was das Problem liegt. Warte, ich werde das gleich beheben. Inzwischen kannst du uns was zu dem Pneu erzählen und dann haben wir noch ein Felgen mit einem anderen Reifen. Und da kann uns der Kurt noch etwas dazu erzählen. Ja. Okay. Ihr könnt euch abwechseln. Inzwischen behebe ich das andere Problem da kurz. Also, ich kann das schnell in die Kamera zeigen. Alter Hinterreifen vom Gespann. Jahrgang, wenn ist das gewesen? Mugello, der Abflug, weißt du das noch? Oder 81. Auch 81. 81 oder? 82, kann ich. Oder 82, glaube ich. Mit dem Schwärzel, ja. Müsste 82 gewesen sein. Nein, der Reifen. Jetzt mache ich einen Fehler. Das sorry. Ist in Jerez. Das ist in Jerez gewesen, ja. Wir hatten damals auch Qualifiers, also man sieht das, wenn man da genau drauf schaut, da Blister, die Blasen da oben drüber, eine Runde und dann hat das Ding Blasen gezogen. Aber ich wollte schon früher mal, damals ist es schief gegangen in Mugello, die Solo 500er Zeiten angreifen im Training, also Qualifying. Gegen die Solo-Klassen und da, damals in Mugello ist es schief gegangen, wir sind abgeflogen, Schlüsselbein kaputt und 14 Tage später war der nächste Grand Prix, also in Mugello 0 Punkte, im nächsten Grand Prix reparierte Schlüsselbein, die Wunde war noch offen, musste damals im Regen fahren, Gott sei Dank, weil das ist dann weniger Fliehkräfte und so weiter. Wir haben das Rennen damals gewonnen. Der Schwärzel musste allerdings dann nur Achter werden, um den WM-Titel zu machen. Das ist so eine Idee, wie ein WM-Titel in die Hose ging. Später dann, 1988, sind wir dann in Jerez. Ist uns das Kunststück gelungen, im Qualifying schneller als die 500er Solo zu fahren. Und ich
das hat uns sehr gefreut, auch die Standing Ovation der ganzen Boxen-Crews, der 500, die sind an der Boxenmauer gestanden, wo die Seitenwagen am Qualifying gefahren sind. Und Jerez hatte damals so einen großen Turm, wo alle Rundenzeiten drauf sind. Also du konntest immer noch jede Runde selber schauen, ob hat's gereicht oder nicht. Und damals ist doch die Rundenzeit, ich weiß sie nicht mehr, aber war schneller als Eddie Lawson damals. Ja. Das ist dieser Reifen. Hä? Gewesen, 1988, Yokohama sind wir damals gefahren. Der war jetzt ein bisschen länger schon in Kehl. Der war sicher schon lang, das ist steinhart heute, aber das ist ein Qualifier gewesen, eben die Blasen, die er gezogen hat, nach einer so cool. Runde schon, aber die Runde war's. Und jetzt haben wir den nächsten Reifen, aber das mal sogar mit Felge. Ja. Also, was gibt es da zum Erzählen? Das war natürlich, glaube ich, auch 81, wo aerodynamisch, Rolf wollte natürlich immer das Gewicht runterholen. Ja. Und aerodynamisch viel kleiner, 80. Tiefer im 80er, ja. 1980. Und das sind von Tyrrell, Formel 1. Ja, 6-Rad, Tyrrell. Tyrrell war 6-Rad, Formel 1 vorne 2, oder 4-Rad vorne. Und dann hatten wir die Reifen und Felgen dann selber gemacht. Ja. Und natürlich leicht, und das war das schnellste Gespann natürlich dann geradeaus, weil es aerodynamisch sehr tief war. Und das Gewicht, das war ein ganz schönes Motorrad, das 80er LCR. Und da hatten wir natürlich auch wegen dem Leichtbau Magnesiumradstern. Das Magnesium, ja. Die Sterne da mal ausgebrochen. Das war, glaube ich, in Zolder. Oder? Finnland. Imatra. Imatra war das. Ja, viele Trottoir-Ränder. Ja. Die Schläge hat das dann nicht mehr ausgehalten. Und das ist dann das Risiko, wenn man immer auf Leichtbau macht. Aber das ist natürlich auch damals ganz speziell mit den kleinen Reifen. Boxenstopp da. Haben wir doch gemacht. Ja, ja. Genau, ja, ja. Damals schon Boxenstopp gemacht, Rad gewechselt, zack, und wieder ins Rennen. Resultat weiß ich nicht, müsste ich da in dem schönen Buch nachschauen. Übrigens, also all die Sachen, die wir da haben, auch das Getrieberad, das war, komme ich noch später dazu, das gehört alles jetzt heute dem Heini Franz. Der hat da ein Museum angelegt über alle unseren, seit etwa 7 Gespanne von meiner Seite. Und der Heini Franz hat auch die Beo, die er mit dem Rösinger fährt. Mit dem Schwägler Peter fährt das andere Gespann. Und alle Utensilien, alte Kombis und so, die da sind, die sind also zur Verfügung gestellt vom Heini Franz. Und das freut mich natürlich, dass wir das auch wieder mal verwenden dürfen. Ja, die Rede kommt, die schauen wir uns später noch an, oder? Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die wahnsinnige Aufnahme an von Peter Schenk. Okay, oder? Machen wir weiter. Und hier kannst du wieder ein bisschen was dazu erzählen. Jawohl. Der Himbu, der Sohn von Peter Schenk, hat da einen kleinen Film zusammengeschnitten. Und mit Bildern. Die Fotos, ja, alle zusammengefasst. Ich würde sagen, wir lassen den Film so kurz ablaufen zwischendrin oder einfach weiterlaufen. Ja, ja. Und ihr könnt einfach ein bisschen was dazu erzählen. Siebenfacher Seitenwagen. Da sind Sie noch jung, hä? Ja. Und begonnen hat alles als Passagier. Das war ich, ja, mit dem Hansi Fritz damals, ja, in Büren an der Aare. Gewonnen auf das. Dann selber zum Engel. Genau, Schweizer Meisterschaft mit dem Jürg Stauffer damals im Beiwagen. Eine Suzuki. Luftgekühlter Motor damals, aber doch schon 10 Zoll Räder. Damals vom Mini Cooper hat man das hergenommen. Ja. Und das, so das Foto, das erinnert mich an Neuseeland, wo ich dann mal, ja, bei den Prinzeries-Rennen mitgefahren bin, weil die haben klassische Seitenwagenrennen, ja, dort im Programm. Und das sieht da heute anschauen noch so aus. Aber wenn Sie schauen, der Steuerkopf und so, das war eine Kopie vom Rudi Kurz, seinen Gespannen. Das Fahrzeug konntest du umdrehen und wegschieben. Der
der Lenkkopf, Steuerkopf ist tiefer wie das Rad. Auf dem Foto ersichtlich. Also Polyester weg, umdrehen, Fahrzeug kannst du wegschieben. Kannst du vergessen heute mit den modernen hohen Motoren. Geht alles nicht. Das war früher schon, ja. Und der Peter Schenkte war so ein bisschen Manager und Freund Ja. Ich habe gehört, das war ja was. Über die ganze Karriere, also hat Peter uns begleitet und immer und überall, der war nicht nur Manager. Ja. Der hat fotografiert, für den Blick dafür gesorgt, dass wir auch überall immer wieder in der Low-Fotografer-Serie. Hat es das damals schon gegeben? Das hat es gegeben, ja. Und da, das Red Devil-Team ist wieder da, das hat er eben, den Namen hat er gebracht. Das ist das berühmte Foto da. Das war die erste Pressekonferenz, wo wir abgehalten haben in einem Schloss in Lanneville am Bielersee damals. Mit dem Freddy Freiburghaus, da war der Kurt noch nicht dabei. Das eben das Red Devil-Team. Und das ist zum ersten Mal Schweizer Fernsehen, waren wir da mit dem Freddy Freiburghaus damals und haben wir extra dafür Dasiburo und Möbelmärkte Sponsoren geholt. Der Regisseur hinten, der im Weißen war, das war der berühmte Mecca Lehmann, damals zum ersten Mal über die Beziehung von Peter Schenk sind wir da zum Fernsehen gekommen. Das haben wir da in Biel gemacht, da wo der Schießstand war früher. Da sind wir rauf und runter gefahren mit den zwei Fahrzeugen. Ja. Cat Crescent, der Vorder, ja. Ja, schöner Hosted Aufkleber drauf. Ja, genau, damals schon. Also das gibt auch eine spezielle Story, wie wir auch dazu gekommen sind. Wir haben 1975 den ersten Grand Prix gewonnen in Hockenheim. Ja. Rudi Hochstädtler war damals auch schon bei den Rennen dabei. Und ich hatte vorne so einen großen Aufkleber drauf, Waldfuhr, hat es geheißen, ein Motorradhändler. Von dem habe ich den Yamaha-Motor bekommen, da einzubauen. Nachher kamen Fotos in der Zeitung nach dem ersten Grand Prix-Sieg, war da los halt etwas. Und da kam das Telefon zu mir, wieso ist da Wampflow drauf? So, ja, der hätte den Motor mir gegeben. Ja, aber der ist nie bezahlt worden bei Hochstädtler. Und so ist dann das erste Sponsor mit Hochstädtler entstanden. Also, ja, sie haben dann die Rechnung übernommen und irgendwie haben wir das dann wieder verdient. Ja. Seither sind wir bei Hochstädtler halt. Ja, ab 75 dabei. Ja, Wahnsinn. Und das sind so Stand. War schon eine legendäre Form für ein Zeitmann. Ja, das ist zum ersten Mal mit Querlenkeraufhängung, nicht mehr diese Vorderradgabel. Das haben wir damals schon gebracht. Das war das Seima. Gespann. Und das ist übrigens ein Foto, wieder ein anderer Beifahrer, das war Brünn mit dem Christian Graf, der war früher beim Draxel drin. Ja. Das ist das Seima, der Seima ist ein Fluss, ein kleiner Bach in Genf, deshalb heißt das Chassis oder Konstrukteur Eric Vanja kam von da. Und das ist auch Lois Jeans, hat man damals auch, eine spanische Firma, da hatten wir auch ein Sponsoring bekommen, ja. Mit Gregor Graf im Boot, ja. Das muss Salzburg gewesen sein. Das haben wir gemacht, kennst du noch? Ja. Schöne Leitplanken, aber da scheinbar stimmt auch wieder was nicht. Und man sieht, also zu der Zeit noch keine Schalldämpfer beim Zweitakter hinten. Ja, kann nicht so laut gewesen sein. Ja, tierisch laut. Und das ist da eben das berühmte Bild aus Hockenheim. Und Sie sehen vorne beim kühler Einlass Team Wandfluh. Noch kein Hochstädtler-Kleber drauf. Und das ist der erste Grand Prix-Sieg mit dem Freddy Freiburghaus, 1975. Das ist jetzt der Tipp an die jungen Fahrer, dass sie einfach eine Rechnung bezahlen und dann schauen, dass sie einen Sponsor haben. Ich glaube, da kommt es nicht. Das ist eine Aufnahme aus Linier. Wo da ist es schon ausgebessert, da haben wir schon das Hostel am Anfang drauf. Genau, ja. Das war dann etwas später, ja. Jo.
Das war dann auch im selben Jahr, das war wieder ein anderer Beifahrer damals in Assen mit dem Wolfgang Grube, ein Deutscher. Und das ist dann ein Jahr später, das war 76, und das ist der Ken Williams. Ja. Der war dann bei mir im Seitenwagen. 76. Und das war anlässlich einer Autobahneröffnung irgendwo in Frauenfeld, wo ein Teilstück eröffnet wurde. Und vorher hatte man so ein Event gemacht. Vorne der Hermann Schmid, das weiß ich noch, mit einem König-Seitenwagen. Und hinten sind wir mit dem Williams, oder ist der Freiburghaus wieder drin gesessen, weil es war Ende Saison. Ja. Das sieht aus, wie wenn du vorne auf der Toilette bist. Ja, das sieht nur so aus. Da hat man natürlich auch immer wieder Spaßfotos gemacht und so weiter. Das. da war der Schenk-Peter dann auch Spezialist. Und das müsste sein Isle of Man mit dem Kurt zusammen. Ha? Mhm. War das 79, ja. Hä? 79 oder 80? 79, ja, war das mit dem Kurt. Isle of Man, und Sie sehen, wenn Sie das Bild natürlich genau schauen würden, ein Bremsgriff da beim Bügel, beim Beifahrer drin. Damals war das Reglement so, zwei geteilte Bremskreise, unabhängig voneinander. Ja. Das Zweikreissystem haben die damals noch nicht begriffen. Das war zwar drin, aber es musste irgendwo ein Griff sein. Da habe ich gedacht, so, warte jetzt, den zeige ich es jetzt. Weil wo der Griff sein muss, steht nicht im Reglement. Hat ich einfach den reglementstechnisch angebracht, und das war beim Kurt drüben. Stell dir vor, wenn der da reingegriffen hätte. Ja, da hast du auch das sichere Gefühl. Oder? Ja, ja. Also solche Sachen. Irgend, ja. Konnte man dann auch immer noch machen. Übrigens, auch dieses Fahrzeug steht heute bei der Firma Hostetler in der Ausstellung. Und ich freue mich natürlich sehr, zu meinem runden Geburtstag wurde eine schöne Ausstellung auch hier gemacht. Freut mich auch. Und dieses Fahrzeug steht da, nicht mehr ganz so mit der Verkleidung, sondern dazu, das Seitenwagenrad, das war auch am letzten Drücker fertig geworden für die Isle of Man. Das war dann eben mit dem Kurt zusammen, nachher, später nicht mehr, bin ich nicht mehr die TT gefahren, weil man müsste eigentlich extra ein Gespann bauen für da drüben. Und da ist dann auch die finanzielle Frage, rentiert sich das? Ja, es ist natürlich für ein Rennen, aber es ist halt auch das größte Rennen überhaupt für die Engländer, und so ist das Null plus Ultra, oder die machen alle Trainings, alles Sachen, das kannst du ja machen, nur für das eine Rennen. Ja. Da ist wieder was anderes, als wenn du nebenbei oder die nebenbei die Weltmeisterschaft hast. Ja, also das war auch heute noch speziell, ich war jetzt vor 3 oder 4 Jahren das letzte Mal drüben. Die empfangen dich, wenn sie wissen, dass du da wie nie weg gewesen. Unglaublich, du wirst, wenn du da mal ein Resultat gezeigt hast oder richtig Gas gegeben, ich hatte also einen zweiten Platz gemacht, immerhin 77 vorher, nachher 78 noch Rundenrekord mit der berühmten Beo. Ja. Der hat ein paar Jahre gehalten, der Rundenrekord. Das war damals, du kennst das, 105 Meilen, die Schallmauer war bei den Gespannen, 100 Meilen, wer erreicht das mal? Oder? Und wir waren damals die ersten Junioren, also die ersten Anfänger auf der Tete, die das erreicht hatten. Ja. 1977 mit der George O'Dell auch noch. Ja. Das war die TT. Und den berühmten Mann, den kennen die Älteren vielleicht noch, also das ist der Mike the Bike, das war Mike Hellwood damals. Der ist damals mit einer Suzuki gefahren, im Jahr, was hast du gesagt, Kühre? 79, ja. Und das war dann im Fahrerlager, und auch klar, hat sich auch für die Gespanne interessiert, wie andere Solofahrer auch. Ja, der Mike Hellwood, der hat ja mal eine kurze Pause gemacht, 10 Jahre lang oder so, ist zurückgekommen, hat es wieder gewonnen. Ja, ja. Seine Frau war auf der Isle of Man, ich glaube vor 2 Jahren so, und hat dann erzählt von dem Jahr. Ja, und sie hat nicht mitgeholfen, weil er hat gesagt, er muss sich aufs Rennen konzentrieren. Genau, ja, ja. Ja, das war an der Maschinenabnahme, ja. Ja,
halt, weiß ich nicht, wenn ich das ganze Bild nicht sehe. Laguna Seca. Laguna Seca, ja. Leider sieht aus wie ausgefallen, sind wir da, leider. Hatten kein Glück damals, aber doch, wir sind, haben es so weit gebracht mit den Gespannen, doch auch in Amerika. Aber schon der Rennstrecke, ja. Ja, der Corkscrew, also das war also wie der Hundschopf, hat Klaus Zauk immer gesagt, Hundschopf in Amerika vom Lauberhornrennen. Sensationell, ja. Wir waren da 2 oder 3 Mal in Amerika, ja, für die Grand Prix. Ja. Einmal hatten wir auch einen Abflug, wo ein Passagier rausgefallen ist. Stimmt, ja. Und wir nicht mehr richtig ausweichen konnten. Und dann, ja, das war noch interessant. Das war Zeit, was Fahrlager oder was die Konkurrenten, alle haben uns geholfen, den Seitenwagen wieder zusammenzuflicken. Das war ein Training irgendwie am Donnerstag. Rolf hat das Schlüsselbein gebrochen. Genau, und der Seitenwagen hat ausgesehen wie war nichts mehr ganz und alle Steinhausen, alle, die haben geholfen und dass das Fahrzeug wieder auf den Beinen stand, auf den Rädern. Und Rolf wurde auch geflickt wieder von Scholl, Dr. Scholl. Dr. Scholl, jawohl. Ja. Und wir sind am Sonntag wieder gefahren und 4. Platz haben wir, glaube ich, rausgeholt. Mit gebrochenem Schlüsselbein. Genau. Also wurde schmerzfrei gespritzt. Das hat genau gehalten bis 2 Runden vor Schluss. Und da musste ich dann richtig auf die Zähne beißen, weil du hast gespürt, das ist mechanisch, hat das gerieben, oder? Ja. Also ja, ist gegangen. Habe schöne Auflage für den Bauch gemacht, damit ich im Lenker nicht Festdruck spüre und so ist, ja, immerhin 4. Platz noch gemacht. Und das Schweizer Fernsehen, also der Rolf von Niederhäuser, das ist eben, Sie sehen das, eine Legende. Die Monika kennt ihn auch sehr gut, die sind auch immer zusammen zu den Rennen gefahren. Rechts der Schweizer Fernsehreporter Viktor Rohner, aber der Rolf von Niederhäusen war eigentlich immer mit dem Heinz Pütz zusammen. Das war das legendäre Duo, das dafür gesorgt hat, dass doch die Gespannrennen früher im Schweizer Fernsehen sicher, es wurde viel übertragen und wir haben alle davon profitiert. Das ist natürlich schade, dass wir jetzt, dass das alles ein bisschen so abgegangen ist mit dem Gespannsport. Ich glaube nur in England und auch in Neuseeland noch, wo die Flagge aufrecht halten. Aber es ist wirklich schade irgendwie, weiß nicht, ja, es ist eine Entwicklung. Ja, das ist, es gibt noch eine Weltmeisterschaft. Musst du da schon informieren, aber die Zeiten kommen nie wieder, wie wir es hatten, weil wir waren früher mit den Grand Prix zusammen. Und da war das irgendwie dann einfacher, da noch zu übertragen, weil alles stand schon, die Kameras und so weiter. Ja. Aber heute ist so, die Gespanne fahren halt in einem Rahmenprogramm, 2-3 Mal glaube ich bei der Langstrecke, was sehr gut ist, wenn sie am Samstag starten, Full House mit Zuschauern, die fahren vor vollen Tribünen heute, aber im Fernsehen siehst du nichts. Das musst du dann heute YouTube schauen, so kann ich das auch wieder zu Hause verfolgen. Gibt es eine deutsche Meisterschaft noch? Die IDM läuft jetzt, auch wieder, ja, läuft auch wieder eigentlich, ja. Aber wow, Geld, das ist Donington. Die berühmte Zielkurve, die letzte Kurve vor Start und Ziel, Donington Park, ja. Sehr schönes Bild, ja. Und auch zu unserer Zeit hat das angefangen, mit Rückenprotektoren zu arbeiten. Übrigens, parallel dazu habe ich dann auch, ich kenne viele Skifahrer noch, auch der Dani Marr hat sich interessiert für solche Sachen und der Dani Marr hat dann zum ersten Mal in einer Abfahrt die Rückenprotektoren, einen von mir bekommen, zum Probieren, ob das überhaupt geht. Und erst später dann sind die Rückenprotektoren auch beim Ski-Abfahrtsrennen dazugekommen, also
habe ich quasi angeschoben mit dem Dani Ward zusammen. Das ist eine Sache, die hätte schon viel früher kommen sollen. Ja, das hat viel von viele Motorradfahrer oder Skifahrer auf dem Rollstuhl bewahrt. Ne? Ganz sicher, ja, früher, ja. Also, was laufen denn Film? Ich denke, warte mal, stopp. Ja, das kann der Kurt erzählen. Das war, ich glaube, dass jeder hat einen Vertrag mit seiner Bräunungsklemmfirma. Nein, das, wir sind auch in Brasilien gefahren. Aha. Ja, und das war dann die Box. Mit dem Seilbahn? Ja. Und das war dann quasi die Boxenscrew. Boxencrew. Also wir dürfen. Gut, erzähl mal. Weißt du noch, wie die geheißen haben? Ja, sicher. Ja. Ja, Rolf hatte sie da. Ja. Pit Girls oder Schirmgirls, wie das heißt. Umbrella Girls. Und die sind halt etwas freizügiger damals auch schon gewesen in Brasilien. Ja, war eine schöne Zeit. So, nein. Ja, nein, war ja warm da. Ja. Genau. Und ich habe sehr modische T-Shirts da. Ja, die wurden alle Jahre, hat auch eine Designfirma aus Biel, BRM Design, die übrigens auch alle Verkleidungen mitgeshaped hat, die Firma da, also der Chef vor allem, auch alle unsere Kleber haben die gemacht über die ganze Karriere, also mit BRM. Und auch jedes Jahr gab es ein neues T-Shirt damals. Ja. Früher konntest du im Winter vom T-Shirt-Verkauf leben. Stell dir mal das vor. Brutal. Wir haben Ausstellungen gehabt, natürlich alle 14 Tage irgendwo Motorradausstellung. Wo sind wir da? In Sursee in der Nähe. Wie heißt das? Roswil war auch eine große Ausstellung. Und da waren dann auch Giacomo Agostini da, Johnny Cecotto und so weiter. Ja. Und da haben wir dann auch, wir haben übrigens einen Kinofilm auch gemacht, damals 36 mm. Den haben wir dann vorgeführt. 5 Franken verlangt, Eintritt. Hey, die Kasse war voll am Abend. Das fortlaufend immer den Film wieder gezeigt, dazu T-Shirts verkauft. Und so konnte man sich im Winter über Wasser halten. Dann kamen die Zigarettenmarken in den Sport rein. Und dann war es vorbei damit, weil die haben dann ihre Marlboro-T-Shirts gratis verschenkt. Ja. Dann war dann unser Geschäft auch wieder. Aber jetzt mal zurück zu dem Film, den ihr gemacht habt und gezeigt habt. Ich denke, wenn das Corona-Zeug ein bisschen runtergeht und wir müssen da unbedingt was machen am Abend, so ein Dörfkino, Motorradkino, wo die Leute kommen können, dann stehen eine große Leinwand auf, da hier am Parkplatz. Super Idee. Würstgrillen, ein Schlossgold-Nachfolgebier trinken. Ja, genau. Und alkoholfrei und schauen uns einmal den Film an. Das wäre doch der Wahnsinn, oder? Ja, ganz sicher. Dass das Corona schnell vorbeigeht. Komm, lass mal laufen. Ich sehe immer zwei Brasilianerinnen, wenn du bist. Okay, das ist meine Frau, das ist die Jill. Da waren wir beide halt noch auch jünger. Und ihr verdanke ich auch, dass ich heute so leben kann, wie ich das eben mache, dass ich doch auch Motorrad fahren kann und so weiter, meine Hobbys doch noch machen kann. Sie versteht das, hat Verständnis dafür. Auch hier darf ich vielen Dank sagen, dass sie dabei bleibt. Ja. Ui, die Blick-Legende. Also Blick war früher bei den Gespannrennen auch immer stark vertreten. Das war der Mario Casanova, auch legendär. Da habe ich auch eine Story. Der war mal mit uns irgendwo vor dem Training noch in Bandol unten, also im Grand Prix Frankreich, in Paul Ricard, Nachtessen und so weiter. Und haben sie auch etwas, Ist das ein Künstlername oder so? Nein, der ist so. Der Mario, den gibt es heute noch. Ja, da habe ich auch Kontakt zu ihm noch. Und auch, super. Da war da früher da die super Opel Manta, hatte der einen, so die Sportwagen von Opel. Der hat das fertiggebracht da unten in Bandol. Nach dem Nachtessen, es war nicht ein richtiger Kreisel, aber der ist nicht drumherum gefahren, puff, den Mann, der Dings da oben drauf gesetzt sei. Egal, alle 4 Räder in der Luft, eine riesen Sache, bis der wieder runter war, oder? Abschleppte, das war Casanova Life. Und
Das ganze Berühmte, das war eben der John Surtees, war auch immer bei uns im Fahrerlager. Das war in Silverstone, wo er das Rennen besucht hat. Kam natürlich auch immer bei den Seitenwagen vorbei, weil das war auch interessant für ihn. Er hat nicht nur Motorrad, sondern auch Autosachen. Und da aufhängungstechnisch und so hat ihn immer interessiert, hat ja auch Rennwagen gebaut für die Formel 1. Ja. Aber der da in der Mitte steht, das ist der Francis Glatz. Es hat früher einer Federbeine, Luftölfederbeine gebaut, ATZ, zu der Zeit damals. Der Philippe Goulon ist die gefahren, der Adi Boss hat im Motocross-Schweizer Meisterschaft da mitgefahren und ich eben im Gespann auch. Also das war ein Tüftler, der Glatz. Ja. Der kommt heute noch bei mir vorbei zu Hause, ein Glas trinken und so weiter, kommt mit dem Kajak über den Bieler See, habt ihr etwas ganz Schlaues drin. Ihr seht ja jeweils die Elektrowellenfahrer, da, die kommen, weißt, im größten Gang, aber mit 50 oder so in Zeitlupe. Und er hat ein kleines Solarpanel auf seinem Kajak oben, eine Bohrmaschine, unten eine kleine Schraube eingebaut, angetrieben mit der Bohrmaschine, der fährt jetzt im großen Gang mit dem Kajak, überholt die Fischerboote. Nein. Die schauen auch blöd, ja. Der Francis Glatz, ja. Oh je, ja gut, das ist also nicht so ein vorteilhaftes Bild, aber ja. Auch da bin ich wieder mal in einen Autotest abgedriftet. Damals war DTM heißt das, Deutsche Touringwagenmeisterschaft. Das ist das Auto vom Prinz Leopold von Bayern, durfte ich testen. Und damals war der Wayne Gardner dran, auch, und der ist nachher in der DTM gefahren, der Wayne Gardner, glaube ich, das Jägermeister BMW-Auto. Ja, zur selben Zeit, ja. Das war also nur ein Test, auch ein Formel-1-Test habe ich mal gefahren damals. Das war aber ein Museumsauto von Nigel Mansell, ein Lotus aus dem Monteverdi Museum. Sehen den Aufkleber noch. Und auch immer, das darf ich auch sagen, natürlich Motocross. Damals habe ich schon Motocross gemacht, das macht heute jeder, wie man weiß, aber damals war das doch auch ein Novum. Ich als Straßenfuzzi quasi habe doch Motocross trainiert im Winter, damals schon mit Hostetler Yamaha, und dann bin ich im Winter nach Italien mit dem Fritz Graf, mit dem Chris Hüsser zusammen, beide auch Yamaha-Werksfahrer von Hostetler, und ich habe immer ein Trainingsmotorrad gekriegt von Hostetler, auch um im Winter eben Vorderarme und so weiter zu machen. Sehr gut. Jo. Fans hat schon immer gehabt, Schweizer Fans. Das ist immer schön, ja, Schweizer Flaggen zu sehen. Genau, das hat es damals auch gegeben, und das war der Heinz Pütz eben, der doch dafür gesorgt hat, dass wir viele, viele Live-Übertragungen gehabt haben auf dem Schweizer Fernsehen. Jo. Ich muss noch wieder anschauen, Don Marco. Okay, und das war dann auch etwas Lustiges, halt diese Masken damals. Isle of Man war das, wo wir dann jeweils am Abend mit dem Auto mit diesen Masken rumgefahren sind. Alle Leute erschreckt auf dem Trottoir. Das war ein Bild mit Stefan Dörflinger zusammen, vierfacher Weltmeister, 50 Kubik. Und das haben wir damals in Le Castellet gemacht. Du weißt, da ist ein Flugplatz daneben. Da konnten wir da mal mitfliegen mit diesen Maschinen da. Und das ist die Landung, oder? Ja, das war ein Abflug. Und der Beifahrer, also der verlässt das Boot nicht, hä? Beim Überschlag, der ist voll dabei drin noch. Also ja, der hintere Bremskreis ausgefallen. Carbonbremsen vom einen Eck zum anderen überhitzt, hinten Pedal durch. Keine Chance mehr, oder? Ja. Also der Kurt auch, glaube ich. Keine Blessuren, nichts. Also etwas schütteln und wieder. Kurt, wie oft bist du rausgefallen aus so einem Zeitplan? Kannst du das erzählen? Nie. Freiwillig bin ich nie gegangen. Nur bei solchen technischen
Ausfällen oder bei, ja, wo mal der, beim Training eben in Mugello. Mugello natürlich, ja, wo er den Rundenrekord holen wollte. Wenn es technische Defekte oder so, aber wie jetzt da, das ist ganz klar, da ist man machtlos, wenn der hintere Bremskreislauf ausfällt, die hintere Bremse. Und das ist die Kurve vor der Zielgeraden und das sind wir auch über die Bordsteine und abgeflogen wie ein Flieger. Ja. Chassis alles defekt, Totalschaden, aber wir beide, keiner, wir hätten weiterfahren können, wenn. Ja, das ist das Wichtigste. Ja, ja. Ja, absolut klar. Das war dann wieder später, wo zum ersten Mal Schlossgold draufsteht. Ja. Ja. Das war das eben das Gespann, wo der Kurt vorhin das Rad gezeigt hat. Das kleine Tirelli-Rad. Vorne ein Seitenwagenrad war da auf dem Gespann drauf. Ja. Und da sieht man auch, die Firma Krauser war ein großer Sponsor, jahrelang bei uns auch drauf im Hintergrund. Ja. Muss eine Siegerehrung gewesen sein. Voilà, voilà. Ja, so ist es früher abgelaufen. Ja, genau. Ja. Auch wieder ein lustiges Foto gemacht, wo man dann Benzin gemischt hat. Hans Hügel, Warsteiner Bus da hat er gehabt und so weiter. Und jetzt ist es aber voll aktuell. Oder? Wir fahren ja mit dem EcoBlue. Genau. Das heißt, wir kriegen ja Harnstoff dazu, damit der Diesel alle. Ja, genau. Alles rein rauskommt. Ja. Blambi nicht mehr. Da kommt wahrscheinlich das Beo, ja. Das bin nicht ich am Fahren. Ich habe das seinerzeit auch ein Jahr später vermietet gehabt. Das ist der Peter Frick und das muss Le Mans Grand Prix gewesen sein, ja. Da sitzt also der Beifahrer, der saß drin. Das bin ich jetzt mit dem Ken Williams, ja, drin gesessen. Das ging vom Reglement her damals, aber das glaubst du nicht, was das für ein Rauschen im Blätterwald gab. Das ist das berühmteste Gespann, was es überhaupt gibt. Und das ist heute auch in der Sammlung von Heini Franz drin. Und er fährt das auch mit dem Eckhard Rösinger jeweils. Und ist natürlich immer ein Riesenwirbel, ein Riesenauflauf, wenn das Fahrzeug kommt. Ja. Voilà. Und da, wenn man das Bild ganz sehen würde, wahrscheinlich, kann ich nicht sagen. Ja. Und das ist ziemlich alles verschreckt, was in deine Nähe kommen. Ja, das war halt damals auch. Haben wir da während die Bratwurst gestohlen oder was? Wahrscheinlich hat der Schwärzel gewonnen. Wahrscheinlich muss ja, der neben mir, das ist der Werner Schwärzel, der. Aha, ja. Wo damals den WM-Titel gewonnen hat, wo wir den Überschlag hatten. Auch immer wieder dabei bei uns ist der Hausi Leutenecker. Viele kennen den natürlich. Ja. Ich habe den auch mal 78 im Seitenwagen drin gehabt am Bergrennen Gurnigl, war vorhin eine Anfrage wegen Taxifahrt. Wir haben aber etwas anderes gemacht. Damals hat der Ken Williams aufgehört im Herbst. Wir sind Bergrennen gefahren am Gurnigl. Gab ein gutes Startgeld damals als Weltmeister. Und der Hausi hat eine Extragage gezahlt. Aber es muss im Blick kommen, es muss im Blick stehen, dass er drin sitzt. Der Schenkpeter natürlich kein Problem, Foto gemacht, Blick geschickt, alles drin. Der Hausi kam hat alle Kioske leer gekauft unterwegs zum Gurnigl am Sonntagmorgen. Alle Sonntagsblicks, die drinnen waren, hat er mitgenommen, gratis verteilt. Das war Hausi. Damals durfte man noch ohne Masken rumlaufen in einem, das waren auch, glaube ich, Blickgirls oder irgendwo in einem Dancing Nightclub oder so war, wurde man halt all jeweils auch eingeladen. Das war dann am Sechstagerennen in Zürich, innen, also im Hallenstadion drin, Verfolgungsrennen mit dem Steinhausen. Der Beifahrer war übrigens Peter Schenk damals. Der Schenk, nur da, für diese Show
Anlass. Und damals, ja, der war dann aktuell, der Bea Preu halt, auch immer früher dabei gewesen. Ein guter Freund auch, ja. Und die Risi Becher, die sind dann von deiner Region, glaube ich. Ja, das waren natürlich die zwei, wo auch Geschichte geschrieben haben, dann den Sechstagerennen. Ja, und da waren wir auch, weil Feldschlösschen oder Schlossgold dort auch immer Sponsoring machte, wurden wir immer auch eingeladen. Ja. Oder? Und am Mittwoch, immer am Sportprogramm, hatten wir, ja, ein paar Mal hatten wir da Auftritte. Nach der Schweizer Sport. Ja. Genau, nach der Schweizer Sport oder was das war. Hat das gegeben. Sind wir immer auch mitgefahren oder etwas bewegt dort auf dieser Piste. Da! Ich denke, dass wir bis Mitternacht schaffen mit dem Livestream, mit dem Marco bei jedem Foto stehen bleibt. Nein, 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 das ist gut. Der Fritz helfen da. Ah, das ist so ein Foto. Ja, gut. Mein Stuhl. Ja, hat halt auch immer wieder irgendjemand einen Scherz gemacht. Ja, ja. Das sind halt alles so Actionbilder. Webster und Klaffenböck auf dem Podium Hollywood, das ist eine Zigarettenmarke aus Brasilien. Damals eben wurden wir als Weltmeister eingeladen in Brasilien. Ja. Ja. Dann haben wir auch mit Rottmanns gefahren, hinten die 17. Schroff Steinhausen mit Camel. Und das ein ganz berühmter hier, der Rudi Holzberger, mehrfacher Schwingerkönig mit der Sonnenbrille. Auch der war jeweils beim Grand Prix mit dabei, damals mit dem Iseli Kurt, unser Manager, war dabei. Und das war dann 1979, wo hinten die Aufhängung gebrochen ist, Unfall in, und Hand gebrochen im Training in Assen. Ja. Und der Bruno Holzer, der wurde später Weltmeister, der hilft noch das Gespann aufladen. Ganz berühmter Fotograf, Maurice Bülat, die Aktiven, die kennen den noch. Der war bei jedem Grand Prix, hat Bilder gemacht. Aus der Schweizer Meisterschaft sogar hat er Bilder von mir noch gehabt damals. Ja. Das ist Markus Bösiger gewesen, auch aus Langenthal mit den Güdelbrüdern zusammen. Und auch der spätere Certina-Direktor Adi Bossart hier rechts zu erkennen. Heute Rado-Direktor, Riesenkarriere gemacht, muss ich sagen. Und oben, ganz oben, der Bonhorst, Grand Prix, weiß ich nicht, kenne ich, das war sicher wieder, wieder Donington. Ne? Ja, ja. Pressekonferenz im Aargau, wie heißt das Driving Center, wie war das? Gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr, ja, ja. Damals hatten wir immer auch Pressevorstellungen. Also, da sieht der Kurt sieht doppelt so groß aus wie du. Ehrlich gesagt, es ist nicht so. Es ist nur ein halber Kopfunterschied. Ja, aber immerhin, ja. Ja, ja. Und das war 1979, wo ich gesessen bin, in gespannt drin. Zwei gelenkte Räder, also Seitenwagenrad mitgelenkt damals, ja. Wurde auch wieder verboten. Das ist Salzburgring, oder? Ja, Salzburgring. Du siehst den Rolf von Niederhäusen rechts. Jetzt muss ich schauen, jetzt langsam, jetzt ist es rausgefahren aus dem Bild. He? Ja, können wir okay. Nein, nein, das ist gut. Der Tuner Folgera, Romeo Folgera, rechts mit der Champion-Jacke. Auch er hat damals die Yamaha Motocross-Motorräder getunt von Graf und von Chris Hüsser. Und ist natürlich verantwortlich gewesen für die ersten WM-Titel bei uns. Damals auch Schlossgold zum ersten Mal. Und jetzt könnten wir anhalten, das Bild. Geht das? Hä? Ja, das da hätte ich hier etwas dazu zu sagen. Ja, das können wir auf der anderen. Geht das? Kannst du das aufziehen? Ne? Also dieses Gespann, wenn du siehst, hatte dieses Zahnrad drin am letzten Grand Prix in Brünn. Ein 14. Platz hätte gereicht, um den WM-Titel nach Hause zu fahren. Diese zwei Zähne hier sind zuerst ausgebrochen. Nachher bin ich weitergefahren, im vierten Gang nur noch, bis halt zuletzt gar nichts mehr ging. Und wir sind stehen geblieben, den 14. Platz in Brünn leider nicht gemacht. Und da habe ich solche Bauchschmerzen gehabt, das kannst du mir glauben. Da war der Strahmaschi dabei. Alte Aschi, Aranzewe,
Seitdem habe ich eine Tablette, so weiße, ich weiß nicht mehr, was es war, eine Riesentablette gegeben, die nehme ich ab einer Million Schulden, hat er zu mir gesagt. Ja, kannst du mir gleich zwei geben? Weil in dem Jahr 1988 hatte ich alle Verträge auf Prämienbasis aufgebaut, weil ich war hundertprozentig davon überzeugt, dass wir den Titel machen dieses Jahr und dass ich hätte richtig gut Geld verdient. Leider diesen scheiß 14. Platz haben wir damals nicht gemacht. Immer ja, wenn man sich zu sicher ist, geht irgendwas schief. Gell? Kann sein, ja, ja, ja. Und das war eben zu diesem Bild dazu. Ja. Zu der 88er Fahrzeugaufnahme. Auch das Fahrzeug steht bei Heini Franz im ja. Museum. Ja. Kann ich da auch noch fragen? Ja, da hast du was zusammengetan. Ja, super, wenn du das zusammengesammelt hast. Und zwar, Armin fragt, würdet ihr zur damaligen Zeit wieder Rennen fahren? Ja, sicher, weil das ist etwas, wo ich immer, oder ich sicher immer wieder machen würde, vor allem mit so einem Chauffeur wie Rolf. Also das, ja. Das sind Erlebnisse, wo man nie nachholen kann, oder das unvergesslich einfach. Immer wieder, ja. Wie sieht es bei dir aus, Rolf? Ich sicher, ich würde alles genau gleich, vielleicht ein paar Sachen noch ändern. Diese vier WM-Titel, die durch die Lappen gingen, hätte man verhindern können und die Titel noch machen. Aber immerhin sieben WM-Titel sind dabei rausgekommen. Achtmal Zweite musst du auch zuerst machen. Und ich darf behaupten, dass ich sicher die schönsten 25 Jahre erlebt habe, wo jemand erleben kann. Ich muss auch immer sehen, woher wir kamen und was daraus wurde. Also ich habe ja auch nur Automechaniker gelernt, in Anführungs- und Schlusszeichen, und habe doch über 25 Jahre von diesem Sport auch gelebt und viele schöne Sachen erleben dürfen. Und die möchte ich nicht missen. Ich möchte es nochmals erleben, wenn ich zurück könnte. Eine weitere Frage von Rocco und Fahr. Was ist gefährlicher, wenn man Fahrer oder Beifahrer ist? Kann man diese Frage überhaupt beantworten? Ich glaube nicht. Schwierig. Natürlich, als Beifahrer kann ich das Boot verlassen, wenn ich will. Der Fahrer bei einem Sturz, das haben wir immer wieder gesehen, natürlich, wenn sein Seitenwagen überschlägt, der Fahrer kann nicht raus, der Beifahrer fliegt weg, aber der Fahrer ist meistens unter dem Fahrzeug. Und ich würde schon sagen, der Fahrer hat mehr Probleme, der kommt nicht raus, wenn etwas losgeht oder wenn etwas, wie jetzt auch wieder, habe ich in der neuen, der junge Streuer, er ist auch wieder verletzt, weil das Fahrzeug überschlagen hat und er konnte nicht raus. Beifahrerin ist nicht verletzt. Ja, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, ja, wenn man Pech hat, dann hat man Pech. Aber wir hatten sehr viel Glück natürlich auch immer. Und wir hatten, ja, Rolf hat immer erst dann richtig Gas gegeben, wenn alles perfekt war. Er hat nicht etwas erzwungen, oder? Und darum ist nicht nur Glück, es gehört auch das Können dazu. Die nächste Frage von Volker. Wie hoch waren damals die Spitzengeschwindigkeiten? Hockenheim haben wir 280 gezogen, auf der Waldgeraden damals. 500 Kubik, etwas über 200 PS, 208 PS am Schluss mit dem Swiss Auto V4 Motor. Da sind wir sicher 280 gemessen in der Lichtschranke gewesen mit Dreirad. Und man muss sich vorstellen, sehr, sehr wenig Abtrieb mit diesen Verkleidungen damals. Also das Fahrzeug wurde dann auch leicht. Ungefährlich, ja. Ja, das musste dann ganz fein behandeln. Und das braucht dann auch einen Beifahrer, der sich ganz, ganz fein bewegt. Und das ja, ist gut, wenn der Beifahrer ein bisschen mehr Gewicht hat. Yeah, ja, auch nicht schlecht. Ja. Bodenständiges Gewicht, wenn man so schön sagt. Hier noch ein Kommentar von Peter Bauer. Du hast immer probiert, schneller als die 500 zu sein. Ja, immer vielleicht nicht, aber das war doch immer auch ein Ziel. Und wie gesagt, 79 in Mugello,
ich wusste, ich kann die Zeiten fahren, weil im Frühjahr mit dem Hostetler Trainingscamp, damals in Mugello, habe ich die Zeit gefahren. Im Sommer nachher am Grand Prix, halt Temperaturunterschied, nicht mehr so viel Sauerstoff in der Luft, mit dem Zweitakter nicht mehr ganz so schnell gewesen. Und ich wollte es mit der Brechstange zwingen, aufs Dach gelegt, aber 88 ist es doch gelungen. Ein Kommentar von Frankie. Ja. Schöne Grüße an euch alle, Wieland Waltisberg, ihr wart meine großen Helden in den 80er Jahren. Heute ist es der Wurst. Ja. Schön haben wir drei Helden hier. Danke für die schönen Momente, die ihr mir in meinem Leben beschert habt. Schön, oder? Ja, ganz schön. Danke vielmals auch. Ich denke, ja. Wenn wir Dinge spielen, wenn wir dann da draußen noch einen Film anschauen und Bravo schließen, dann werden wir dazu noch ein bisschen aufgehen dann. Noch ein Kommentar oder eine Frage von Rosi. Wie ist das Gefühl, wenn man das erste Mal in so einem Seitenwagen sitzt und sich raushängt? Diese Frage ist vielleicht an mich. Ja. Sicher speziell, aber man fängt natürlich nicht so schnell an wie am Anfang. Ich bin natürlich nur immer zuerst in der Schweiz Bergrennen gefahren, eben mit Thomas Müller zusammen. Und wir hatten die ersten Gehversuche natürlich auch gemacht auf Parkplätzen, auf, dass man das miteinander spielen kann. Ist man nicht gerade auf die Rennstrecke, auf die schnellen Rennstrecken gegangen. Und Bergrennen hat man natürlich, zieht man nicht die Übersetzungen wie einem Rundkurs. Die Umstellung von Bergrennen nachher zu schnellen Strecken jetzt, ja, Hockenheim, da habe ich ein Riesenerlebnis natürlich auch gehabt, das erste Mal mit Rolf, die lange Gerade, zu früh den Kopf raus, weil ich gedacht habe, die Kurve muss jetzt kommen, aber das reißt einem fast zum Seitenwagen raus natürlich, wenn man da einen Fehler macht und zu früh rauskommt aus dem Windschatten von der Verschalung. Und Rolf denkt natürlich dann auch, ihm fehlen dann noch fast 1000 Touren, wenn da einer der Kopf zu viel zu früh rausnimmt. Robert Becker möchte auch noch etwas wissen. Herzliche Grüße an Rolf und natürlich auch an Horst. Was hat sich an der Gespannzeichenzeit Rolf Hagen verändert? Also an der Geometrie, also am Chassis, überhaupt nichts. Die fahren nach wie vor dieselben Chassis-Tippen von LCR. Was geändert hat, es wurden diese Zweitakter wurden ersetzt durch Viertaktmotoren. Am Anfang hatte man 1000 Kubik, aber seit 2-3 Jahren fahren die auch 600 Kubik Viertakter. Das ist die einzige Änderung, sogar die Verkleidungsform, wie ich sie am Schluss gemacht habe, wie sie auch hier steht, wird heute noch verwendet. Die Innovation fehlt einfach auch etwas. Ich weiß nicht, woran das auch liegt, weil ich habe doch immer technisch auch wieder etwas versucht, auch viele Rückschritte gemacht, auch, aber doch immerhin. Wir haben Erfolge gehabt. Wir haben auch, glaube ich, 81 Grand Prix gewonnen. Das heißt, also wir sind unter allen Solofahren, glaube ich, mit den Solofahren zusammen, glaube ich, Fünfte, ja, bin ich mit 81 Grand Prix Siegen. Ja, ja. Gut, vielen Dank für die Antworten. Noch eine von Bernhard. Und zwar, welcher Zeitunterschied ist zwischen 2 und 3 bei der Isle of Man? Ui, das weißt du vielleicht besser, Horst. Ja, in Meilen, die fahren heute wie viel? Meilen, ja. Aber 118, habe ich gemeint, ist er auch gefahren. Ja. Sind sie, glaube ich, sogar... Klaffenberg ist es, glaube ich, und jetzt. Ja, das ist jetzt für mich nicht zu beantworten im Moment. Ich muss nachschauen, kannst du ja googeln. Ja, die Rundzeiten habe ich jetzt nicht im Kopf, aber die Solomotoren sind einiges schneller. Also sie sind viel schneller. Es ist auch so, dass auf der Isle of Man ist es umgestellt worden auf 600 Kubik. Also Seitenwagen für zusammen nur noch 600 Kubik Viertakter fahren. Und das ist natürlich ein Leistungsunterschied, ist da enorm zu einer... Tausende, das ist klar. Bike, ja. Ja. Noch Grüße aus der Wärme.
Hoi. Hoi, der Werni. Der Werni. Grüße zurück. Ja. Der Werni aus der Wärme. Ja. Aus der Wärme. Ich habe aber fast noch Probleme gekriegt, weil meine Frau ist Lehrerin und sie hat nicht gehabt, dass man das Berg bei dir mit einem P schreibt. Mit einem B wie Bauer schreibt. Ich bin natürlich ein Spezieller, ja. Weil ich denke, dass immer irgendwer verschrieben hat, früher ist es schon mal da. Stefan Koch, war ja gut, warum verheiratet? Entschuldigung, ich bin so reich von meiner Rede. Ja, das war natürlich schon früher bei meiner, ja, wo man Motorsport machen wollte, reichte das Geld natürlich nicht nirgends hin. Und darum habe ich mit Thomas Müller angefangen, Seitenwagen zu fahren. Wir haben das Geld zusammengelegt und der Thomas war der Ältere und der Schnellere. Und dann war ich bei ihm im Seitenwagen und wir hatten auch Erfolg damit. Und nachher, wo ich natürlich bei Rolf einsteigen konnte und das Hobby als zum Beruf machen konnte, was wollte ich dann noch mehr, oder? Wenn ich so etwas erleben kann, hat alles gepasst und es war gut so. Ich denke, wenn wir jetzt Zeit haben, schauen wir uns noch kurz die Kombis an. Ihr könnt das gerade kommentieren. Geht mal kurz drüber, gehen. Okay, also das sind jetzt die Kevlar-Kombis, wo wir am Schluss verwendet haben, gefahren sind. Sehr leicht, also gegenüber diesen heutigen Lederkombis. Wir haben natürlich auch praktisch keine Protektoren drin gehabt. Außer dem Rückenprotektor, den ich separat getragen habe. Vorne aber, du siehst, wenn du am Bauch extra Werbefläche fürs Podium, aber beim Fahren war der Reißverschluss zu und da du eine extreme Position drin hast im Seitenwagen, dass du die Wülste da nicht gehabt hast, hat dann Hans Hess das designt, diese Kombis von den Abfahrtkombis aus der Skiszene, wurde das kopiert und auf uns angewendet. Und da sind schon Unterhandschuhe dabei, ja? Ja, das war natürlich auch von Desente, von Hess, die Idee. Und so konnte das Kombi bei einem Sturz, wenn man sich, wenn man fliegt da und die Arme hoch, wenn es einem durchstreckt, dann kann das Kombi nicht weg vom Arm. Von den Armen oder von auch ja, die Protektoren konnte nicht verschieben. Da haben wir noch Kombis. Das war eigentlich vor X, aber trotzdem ja. Was Hostetler, genau, Furigan, ja. Damals hatten wir einen Vertrag bekommen durch Hostetler bei Furigan und das ist das Lederkombi vom Kurt. Das ist schulterfrei, oder? Ja, aber nur eine Seite. Das war eigentlich mehr viel da. Crash, wir hatten einen Crash in Chimay, so einem internationalen Rennen. Ja. Und die Vorbereitungen waren dort nicht ganz so gut wie beim Grand Prix. Und wir hatten noch Reifen gewechselt und der Luftdruck war auch noch nicht da und die Gerade zu früh eigentlich auch beschleunigt. Und bei Vollgas eigentlich ging der Reifen von der Felge weg und auch nicht mehr haltbar das Gespann. Jetzt, was ich mich frage, ist so wie der Kurt, der kann noch abspringen oder so, wenn es wirklich mal böse kracht, aber der Rolf, du kommst ja unmöglich aus der Seite. Du bist drunter, wenn es aufs Dach geht, bist du halt drin. Und in der Verkleidung, alles, ja. Keine Chance, aber ja. Aber dein Beifahrer, ein guter Beifahrer, fällt auch nicht raus. Das muss schon irgendwann dann 360 Grad drehen oder so, bis ihn rausstreckt. Ja. Ja. Vorsicht, hört man schlecht. Mich hört man schlecht. Ja. Ja, wenn man den Dongel über den Zurück steht, haben wir einfach auf Verdacht. Gell? Das heißt, das ist zu laut. Das heißt, wir müssen ihn wieder draufstellen. Aber ich kann es ja näher rutschen. Ja, alles klar. Interessant ist natürlich schon bei den Kombis. Wir haben natürlich auch immer sehr viel mitgeholfen mit den Herstellern und unsere Sachen nach Hause gebracht und gesagt, wieso und warum. Auch wie bei den Helmen haben wir mitgearbeitet.
und sehr viel mitentwickeln, mitentwickelt und früher die Kombis, oder wie man das, wo man da sieht, das Furigan, das war ganz ein kleines Spaltleder, auch natürlich wieder Gewicht gespart, aber die Sicherheit, da war nicht viel dabei. Die Kevlar-Kombis waren natürlich nachher viel, viel besser. Und heute die Kombis, die Rennfahrer haben, das Känguru-Leder ist auch wieder das Beste momentan, wo man jetzt kriegen kann natürlich. Oder? Das ist Wahnsinn, jetzt haben wir viel gesehen, aber wir haben da noch ein Buch. Oder? Und in das Buch müssen wir wahrscheinlich noch einmal... Wie sieht es schlecht? Wir haben den Weg gewusst, gell? Darum habe ich jetzt auf die Action-Kamera, bitte, Marco. Wir schauen uns jetzt noch ganz kurz das Buch an, was der Rolf da mitgebracht hat. Aber jetzt haben wir es kurz so schön eingestellt, Kamera. Schau das an. Oh, das war ein bisschen zu viel. So. Okay, also das ist, das gibt diese Jahrbücher und das war damals 97, 98 vom Schertenleib, Jean-Claude Schertenleib macht immer diese Bücher. Ich habe das Vorwort geschrieben, aber was ganz schlau ist drin, alle meine Gespanne mit dem Jahrgang dazu. Und das hilft mir immer wieder, diese Eselbrücke zu schlagen, wenn ich bekomme Bilder, du, welches Jahr war das jetzt und so weiter. Das kann ich hier nachschauen, weil ich weiß das auch nicht mehr alles. Und da sind alle diese Fahrzeuge drin. Ist auch Sachen von Solo drin, aber da, diese Bücher gibt es jedes Jahr von Jean-Claude Schertenleib. Das sind wir halt auf dem Titelblatt gewesen. Gibt es sowas auch immer zu kaufen? Ja, klar, gibt es. Ja. Jedes Jahr neu, Jean-Claude. Nein, das gibt es aktuell immer neu. Ja. Und das ist dann die ganze Story drin gewesen, in dem Buch da über uns und so weiter. Und auch, du kannst diese Sachen noch, der Heini Franz hat, glaube ich, noch 100 von solchen Büchern, würde er auch günstig abgeben. Wenn er da das Museum mal besucht. Obwohl er so Sammler ist, würde das noch. Ja, er hat ja genug von denen. Ja, yes. Glaube ich schon, ja. Ja, ich weiß, Alter, was haben wir noch alles zum Erzählen? Natürlich zum Abschluss oder so, zum neuen Abschluss. Also ich weiß nicht, noch wir haben immer so eine ganz lustige Geschichte, wollen wir noch hören zum Abschluss. Ja, von denen, ne? Eine Jugendreihe. Ja, die kann der Kurt dann erzählen, meinetwegen. Für mich geht es noch auch Isle of Man. Also ich war ja auch dreimal da gefahren, zweimal mit Ken Williams und im zweiten Jahr, das war dann 78, mit dieser berühmten Beo, Zweiradantrieb, 750 Kubik drin. Und früher hat es auch viele Tote gegeben. Und in diesem Rennen, wo wir gestartet sind, 3 Tote. Einer, der parallel zu mir gestartet ist, der Mark Hobson, Kenny Birch im Seitenwagen. Und die Runde später komme ich wieder Bray Hill runter. Ich dachte, ja, gelb, okay, etwas zugemacht, vorbei und den Ding hoch, unten am Bray Hill, immer noch gelb. Herr Gopferdelli, was ist da los? Sehe ich das Fahrzeug vom Ernst Draxl an der Wand kleben. Und das war das Gespann, wo der Rees Steiger drin war. Ja, den kennst du natürlich sehr gut auch. Der Federungsspezialist heute. Und der Rees Steiger ist mit seinem Fuß, hat er heute noch daran zu nagen. Und der war damals im Seitenwagen mit. Ja. Sein Fahrer auch tödlich verunglückt. Wir haben ihn damals, der Mechaniker, der Max Bucher, war dabei. Ja. Und wir haben damals, er hat das organisiert, eine Kremation auf der Isle of Man. Also Ernst Draxl wurde da in den Ofen geschoben quasi, weil wir konnten uns das nicht leisten oder er hatte auch keine Verwandtschaft. Es hatte niemand das bezahlt, eine Überführung in die Schweiz und da das Begräbnis zu machen. Das hat man dann später etwas nachgeholt, aber wir haben die Urne mitgenommen damals. Das hat alles der Max. Und das, früher war das halt so, es hat auch Salzburg Grand Prix gegeben, wo es halt tödlich ausgegangen ist und so weiter. Das kennt ihr heute vielleicht nicht mehr, du schon, weil du fährst ja diese Rennen noch, aber doch, Grand Prix ist heute anders. Ja, es war alles ein bisschen hart, aber es hat
Aber wie ich das erste Mal in meinem Leben am Österreichring gefahren bin, das in der Buschkurve, die der erste Schutz war auch nicht so groß. Genau. Das war ja später ist er größer geworden und dann noch. Aber am Anfang waren auch normale Rennstrecken, also Hochsicherheitsrennstrecken, waren nicht so ausgelegt für Stürzen. Genau. Das war gerade einfach schön nah mit den Zuschauern hin. Ja, was. Ja, der Kurt, der hat andere Storys vielleicht, aber. Es wirft ein ganz anderes Licht auf Kurt, dass es eine Ruhe gibt. Das täuscht. Der Wolf sind Schafsbrot. Das ist irgendwas Lustiges zu erzählen. Ja, ich glaube, die Zeit reicht da nie, wenn man alles erzählen möchte oder könnte. Oder. Ja, ja. Nein, wir haben so viele schöne Sachen erlebt bei einem Grand Prix. Weil ja, früher war es, oder zu unserer Zeit war es einfach ganz anders als heute. Heute ist zu viel Geld in dem ganzen Zirkus drin und die Fahrer, die dürfen ja gar nichts mehr machen, die müssen nur noch parieren und wir konnten, im Fahrlager, da ist so viel Schönes abgelaufen, weil im Motorradzirkus ist wohnte alles im Fahrlager, sogar die Stars wie Robert alles und mit ihren großen Wohnmobils und am Abend ist man zusammengesessen, hat etwas getrunken und war wirklich schöne Zeiten. Barbecue. Jetzt sind noch andere Fragen. Wann seid ihr zwei das letzte Mal zusammen im Seitenwagen gesessen? Das ist ja gar nicht so lange her, wenn wir Fotos sehen, die müssen. Ja. Die können nicht so lange her sein, oder? Nein, zwei. 18, glaube ich, 19 in Gadwell Park und Schwanenstadt. Schwanenstadt, ja, diese Mal zwei ist, ja. Fahren wir natürlich auch. Schwanenstadt wackelt noch, aber im Moment Gadwell Park wäre angesagt Ende August. Und da fahren wir hin, also wenn das klappt. Ja. Hoffen wir mal. Wir hätten bei euch vielleicht noch melden, hätte das eine Idee, in Seelen, dann Cemetery Circuit, das früher die Marlboro-Series war, wo ich sage, historische Seitenwagen und alles fahren, vielleicht können wir da ja was organisieren, dass ihr zwei noch einen Gastauftritt hinlegt, aber wir müssen ein bisschen Gas geben. Ah, du, vergiss es nicht, also hör mir auf, du, in England drüben, die spinnen komplett. Also du musst schon frische Reifen kaufen. Rolf ist nicht zu bremsen, wenn, wie jetzt auch das Gadwell Park, du kennst ja die Strecke, das geht auf und ab. Und da sind die Jungs, die Engländer. Webster hat zwischendurch Pause gemacht und war wieder an die Boxe, sich ausruhen. Rolf immer Vollgas und ich immer gedacht, wann macht er Pause? Aber er ist immer einfach immer noch Vollgas. Ja, aber es gibt Strecken, da ist einfach jede Runde zählt. Streckenkenntnis ist es auch. Je komplizierter das wird und je schwieriger das ist, desto besser ist, je mehr Runden, dass man dreht, oder? Natürlich. Also, aber eben, du investierst also auch in unserem Alter immer noch neue Reifen, ne? Sonst bist du nicht dabei. Nein, das Risiko ist auch zu groß. Aber da könnten wir vielleicht was organisieren. Ja, schauen wir mal. Und dann muss ich natürlich auch von Heim kurz weg, weil ich auch noch das Seelenbus habe. Ja, ich werde das nicht aufnehmen. Bin gespannt. Ja, haben wir zum Abschluss noch eine oder andere Frage? Haben wir, ja. Genau, und zwar hier noch ein Kommentar von Lukas. Konnte nie viel mit Gespannen anfangen, dann live auf Isle of Man gesehen und ich war infiziert. Heute leider nicht mehr so bekannt, beliebt wie früher. Ja. Ich bringe das da kurz was dazu sagen, wenn du Isle of Man zuschaust sozusagen und ich sage, es ist der Wahnsinn. Ich schaue am liebsten, weil ich bin ja zweimal drüben, dass ich mich nicht fahren können selber, oder mit Handgelenk gebrochen und so, oder da auch mal irgendwas gebrochen. Aber Seitenwagen, das ist der Wahnsinn. Er bremst, das ist unglaublich, wie spät das bremst und mit welchem kurzen Speed. Das ist einfach unglaublich, das ist so spektakulär und wie du siehst, wie das arbeitet. Der kommt da runter, unglaublich, da musst du gar nicht bei hinstehen, sondern an Stellen, die sonst gar nicht so spektakulär sind, mit dem Seitenwagen, das ist der Wahnsinn. Ja.
Also ich habe auch mit Birchalls geredet, weil die bauen ja die LCRs nach jetzt inzwischen. Ich hätte gute Ideen für die Gespanne auf der Isle of Man, was man noch machen sollte unbedingt. Der Schwerpunkt ist viel zu hoch, wo die fahren. Die sind auf einen Schlag noch 2-3 Meilen schneller, ganz sicher. Sind wenn ich auch Freunde von mir, ja. Die sind echt so nette Freunde. Ja. Und jede Sekunde, die frei ist, wird geschraubt, geputzt, gemacht. Sie sind natürlich auch viel in der Schweiz. Ja. Ja. Sicher, waren, ja. Ganz klar. Ja. Und werden dann wieder sein. Okay. Ja. Müssen wir da noch reinhüpfen? Ja, es war eine Frage. Zuschauer. Und die Frage von Frankie. Der Marco mit seinen Fingern, ich weiß nicht, was er mir zeigen will. Wo du kurz nochmals Platz nehmen in Gespann. Können wir gerne machen. Ich würde gerne einen Screenshot davon machen. Ja, bitte mach das. Ich habe ja da auch noch mit der Kamera auch noch zum Abschluss. Früher ging das nicht so mit den Schuhen, aber der Kurt hat da inzwischen großzügig ausgesägt. Ne? Also so. Es kommt immer. Kate's ab. Das gehört. Ja, ganz verreckt. Ja? Welche Stellung willst du? Vollgas gerade aus. Ja, gegen die Wand. Ja? Also wir passen noch rein, ne? Der erste gemeinsame Raum mit deiner Frau, welche Stellung willst du? Und den Satz hast du dir immer noch gemerkt, ja? Gut, cool, ja. Ich hoffe, mein Mikrofon ist ausgefallen. Ja. Jo! Ja, so gut. So gut. Das ist Heimat. Es ist ganz so leicht zum Ein- und Aussteigen, ja? Ja, es ist großzügiger ausgeschnitten jetzt, wie früher. Ja. Aber früher war das ganz, ganz eng. Ja. Wahnsinn. Ja, so. Super. Okay. Danke dir, wir danken euch. Danke vielmals für den super interessanten Abend. Und da, gib mir ein Bild. Ja, für mich war es super interessant. Ich habe so viele Sachen erfahren und ich muss ehrlich sagen, ich habe vor dem nur ganz kurz vom Sehen kennt die zwei, aber die Namen sind natürlich legendär, oder? Die kennt jeder auf der Welt. Und es ist was, das man daheim wahrscheinlich noch ein paar Mal mir selber anschauen wird und alles noch mal in mich reinziehe. Und es tut mir leid, dass wir am Anfang da ein paar Probleme gehabt haben. Das sind ein, zwei Mal sind da ein paar Multistecker aus der Steckdose rausgezogen worden, dass wir einen kompletten Stromausfall gehabt haben. Nur das Einzige, was wir abstehen wollten, nämlich die Heizung, Lüftung und den Kühler, der ist nicht das da. Das ist immer anders angesteckt gewesen. Ja, sei so gut. Hey, danke vielmals an die zwei. Es war sensationell. Und ja, jetzt würde ich sagen, einen kleinen Applaus für die zwei. Und ja, vielen Dank. Danke, Kurt und Rolf. Hey, oh, danke, gut gemacht. Bravo. Ja.